Spannendsten finde. Und das ist was, was ich lange Zeit nicht gewusst habe und worauf mich ein befreundeter Medievist vor einigen Jahren aufmerksam gemacht hat, ist, das Ziel dieser Ritterspiele oder dieser Lanzenstechen ist eigentlich nicht war, den Gegenspieler aus dem Sattel zu heben oder gar zu töten. Also das war vielleicht anfänglich so, aber es hat sich dahin umentwickelt. Das Ziel des Spiels dann eben gewesen ist, einfach so viele Lanzen wie möglich zu zerbrechen, und die wurden am Ende gezählt und Sieger war eben, wer am meisten Lanzen zerbrochen hat, und dann hat man sich damit gebrüstet sozusagen, an jedem Tag habe ich 70 Lanzen zerbrochen, oder man hat gesagt, wir haben an dem Tag einen ganzen Wald zerbrochen, und das ist bei mir irgendwie hängen geblieben und es hat mich fasziniert, dass dieser Umweltverbrauch oder Verbrauch von Welt selbst in gewisser Weise schon fast erklärtes Ziel dieses Spiels war, und ich dachte, das ist vor allem aus diesem Grund ein interessantes Thema oder Bild, in dessen Spiegel man über gegenwärtige Fragen reflektieren kann. Für mich ist es schon ein wichtiges Ziel, mit meiner Kunst irgendwie zu verzaubern. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass es dieser Verzauberung entgegenwirken kann, wenn man sein Publikum zu sehr einschüchtert mit zu hochwertigen Materialien, zu clever gemachten Arbeiten. Und das ist deshalb schon eine ziemlich bewusste Entscheidung bei mir, mit sehr einfachen Materialien zu arbeiten. Also das ist eigentlich alles einfach aus Zeitungspapier gemacht und Karton und Wandfarbe und Materialien, die eben für alle zugänglich sind und nicht teuer sind und in die jeder schnell einsteigen kann. Und ich glaube irgendwie, dass das schon dazu beitragen kann, anders zu inspirieren und zu involvieren und also Kunst als was zu zeigen, was potenziell für alle offen ist. Und also für mich wäre es schon wünschenswert, dass wenn Leute diese Ausstellung sehen, die sich denken, ich könnte vielleicht selber auch sowas kreieren und nicht nach Hause gehen und sich fragen, wie hat die das nur gemacht? Eigentlich war keine historische Begebenheit Inspiration für diese Ausstellung, sondern der Raum selbst. Man ist mit einer Architektur konfrontiert, die man irgendwie bespielen soll, und jede Architektur ist charakteristisch und hat auch, sage ich mal, ihre komische Seite. Und ich erinnere mich noch, als ich hier den Innenraum vom Kunstverein Heidelberg zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich, das sieht einfach aus wie ein Turnierplatz. Also es war eher so eine Art schelmischer Gedanke, der sich aufgedrängt hat. Ich habe mir sofort, weil der Raum eben so extrem langgestreckt ist und oben diese Empore hat, dieses Turnier vorgestellt oder das geistig da reingezeichnet, erstmal eigentlich als Witz. Und dann habe ich noch mehr darüber nachgedacht und mir ist aufgefallen, dass es tatsächlich interessant sein könnte, das hier so in der Form zu machen. Genau, eigentlich geht es mir immer darum, Kontinuitäten zu thematisieren, weniger als in einem bestimmten historischen Abschnitt, und deshalb ist das auch bewusst ausgedehnt oder fasert aus. Es gibt diese Parforce-Jagd, die kommt eigentlich aus einer anderen Zeit, und diese Figuren sind auch anders gekleidet, auch diese Damen, die hier oben aufgereiht sind, in diesem 10-Meter-Panorama, das die Lanzenherstellung thematisiert, und die dahinterstehende Abholzung eines Waldes, die ist eigentlich auch überhaupt nicht zeitlich konform mit diesem Ritterspiel. Und das war mir nicht wichtig, sondern es war mir im Gegenteil wichtig, das eigentlich zeitlich zu entgrenzen, dass man auf den ersten Blick zwar dieses eigentlich klischeehafte, formelhafte Szene von einem Turnier, wie man sie aus den Filmen und Bildern kennt, sieht, aber sich das, wenn man genauer hinschaut, auffächert und man dann verstehen kann, es geht eigentlich um heute. Und